Kennt ihr die Chanukia? Habt ihr schon mal Chanukka-Kerzen gezündet? Habt ihr euch mal überlegt, wo sie herkommt? Wo hat die Idee von der Chanukia ihren Ursprung? Im Tempel in Jerusalem gab es eine wunderschöne und kostbare Menorah aus Gold. Diese wurde jeden Abend vom Hohenpriester gezündet. Die Menorah hat ganz Jerusalem erleuchtet. So war es über Jahrhunderte während des ersten und des zweiten Tempels. Aber als die Griechen über Jerusalem herrschten, drohte das Licht der Menorah auszulöschen. Sie wollten, dass die Juden mit der jahrelangen Tradition aufhören. Sie entweihten den Tempel und verunreinigten alle Öle, die die goldene Lampe angezündet hätten. Eine Priesterfamilie aus dem Hause Chaschmonai rebellierte gegen sie und gewann die Schlacht. Wenige gegen viele. Sie kamen zum Tempel und weihten ihn wieder ein. Unter den Tonscherben fanden sie eine kleine Ölkanne. Dieses Öl sollte nur für einen Tag reichen. Doch es geschah ein Wunder und es brannte 8 Tage. Diese Zeit hat ausgereicht, neues, reines Öl herzustellen. Die Menorah wurde zum Symbol des Sieges der Juden. Die Jahre vergingen und der Tempel wurde zerstört. Die Römer haben die rituellen Geräte und unter ihnen die schöne Menorah geplündert. Das Licht Jerusalems ist erloschen. Dies war ihr Symbol für den Sieg über das jüdische Volk. Sie haben das auf dem Triumphbogen in Rom festgehalten. Circa 2000 Jahre später, nachdem der Staat Israel gegründet wurde, ist die Menorah wieder zu uns zurück, als Wappen des Staates. Das jüdische Volk ist in sein Land zurückgekehrt. Als die Knesset nach Jerusalem umzieht, wird dieses Ereignis selbst in den Medien beschrieben. Wieder wird die Menorah zum Symbol des Aufbauens des Staates Israel. Bei archäologischen Ausgrabungen, die in der Altstadt von Jerusalem durchgeführt wurden, wurden antike Münzen gefunden und in der Mauer eines Priesterhauses war ein Bild der Menorah eingeritzt. Die Menschen, die diese Münzen geprägt haben, haben die Menorah mit ihren eigenen Augen gesehen. Seitdem kommt die Menorah bei vielen bedeutungsvollen Momenten des jüdischen Volkes vor. Auf Geldscheinen, Statuen, Münzen und Mosaiken im Herzen Jerusalems und außerhalb. In den 8 Tagen von Chanukka werden in jüdischen Familien in Jerusalem und auf der ganzen Welt Chanukkiot, Chanukka-Leuchter, gezündet. Zum Gedenken an das Wunder des Ölkruges, der 8 volle Tage dauerte, um die Menorah des Beit Hamikdash, des Tempels, anzuzünden. Und ihr? Habt ihr schon eine Chanukkia angezündet?